als ob man ins Schottland des 18. Jahrhunderts hineinfällt. So fühlt sich der Roman an. Wir befinden uns auf der schottischen Insel Kerrera, inmitten von grünen Anhöhen und Tälern in einem kleinen Schlosshof, Kerrera Castle. Und hier begegnen wir dem Laird Magnus MacLeish und der rothaarigen Lark MacDougall. Magnus und Lark kennen sich schon seit Kindheit an, aber dann wuchsen sie heran. Magnus wurde zum Laird von Kerrera Castle und Lark wurde zum dienenden Volk, zur Hüterin über die Bienen, Kräuter und Pflanzen. Die Zuneigung ihrer Kindheit verbindet sie zwar immer noch, aber jetzt steht ein großer Standesunterschied zwischen ihnen. Und außerdem ist Magnus auch in einer Zweckehe mit Lady Isla verheiratet. Von Anfang an spürt man das Band, das Lark und Magnus verbindet. Doch mehr als ein Laird und eine Bienenhüterin dürfen sie nicht sein. Dann aber stirbt Lady Isla. Und Lark wird eine Mitschuld an ihrem Tod zugesprochen, weil sie ihr vorher ein Tonikum gegeben hat, um schwanger zu werden. Und auch Magnus hat Probleme. Denn nach dem Jakobitenaufstand von 1745 darf er seinen Schottenrock nicht mehr tragen, Regel der Engländer, und er weigert sich. Deshalb werden Lark und er in die amerikanischen Kolonien verbannt. Und sie müssen alles hinter sich lassen, was sie auf der Insel Kerrera hingewonnen haben. Doch es ist auch eine neue Chance, denn nun trennt kein Standesunterschied und keine Zweckehe mehr die beiden voneinander. Die beiden gestehen sich dort auf dem Schiff ihre Liebe und sie geben sich ein Versprechen. Egal was in der neuen Welt, in den amerikanischen Kolonien auf sie warten wird, sie wollen einander treu bleiben. Aber als sie in den amerikanischen Kolonien ankommen, wird dieses Versprechen auf eine harte Probe gestellt. Mich hat dieser Roman unendlich begeistert, denn die Thematik und die Bilder, die er im Kopf projiziert, die haben mich an eine bekannte Buch- und TV-Serie erinnert, Outlander von Diana Gabaldon. Dieses Feeling, das durchzieht das ganze Buch, es hat ähnliche Thematiken auch, aber einen ganz grundlegenden Unterschied. Natürlich ist es eine eigenständige Geschichte, Lark und Magnus sind andere Charaktere und sie sind Christen. Sie erleben Dinge mit Gott, sie erleben Gottes Treue, sie verstehen Gottes Plan für sich und sie erleben, was es heißt, Gott zu vertrauen in allen Umständen. Und auch, wenn sie sich gegenseitig ein Versprechen gegeben haben oder wenn er ihnen ein Versprechen gegeben hat. Dieser Roman, das ist ein Roman aus Schottland, aus den amerikanischen Kolonien, ein Roman über eine tiefe Liebe, über Gottvertrauen und mit wunderschönen Ambiente von der schottischen Landschaft. Und ein kleiner Tipp, wenn man diesen Roman auf der Couch liest und sich im Hintergrund vielleicht eine Instrumental-Outlander-Playlist anmacht, dann kann man nach Kerrera reisen und ganz in diese wunderschöne Liebesgeschichte von Magnus und Lark versinken.